Stau stehen. Die beste Kirsche ever ohne Zahranfeld? Beziehungsweise ohne irgendeine Kochplatte? Das kommt nicht auf YouTube. Doch. Nein! Jetzt endlich auf dem Parkplatz angekommen. Das war jetzt vielleicht ein Trubel. Oh. Also viele Autofahrer, wenig Plätze und dann noch dummes Parken. Es ist jedes Jahr schön. Ja, dann sehen wir uns gleich auf der Messe wieder. Ich ziehe mich da dann mal an und alles und ja, dann bis gleich. Richtig erfolgreich. Wir haben mega viele Shootings gemacht und ich habe auch einige Leute filmen können. Und ja, ist gerade richtig behindert, hier diese scheiß Kamera zu halten. Aber ja, Tag 1 war mega nice, auch wenn wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit der Anfahrt und so. Aber ja, ich hoffe, morgen treffe ich noch ein paar richtig coole Cosplayer. Ich kann auch noch ein bisschen was filmen. Kann euch ja nur so ein bisschen was von der Buchmesse zeigen. Ansonsten, bis dahin. Morgen. Leute, die LBM kann vor allem eins. Im Stau stehen. Ah, please no. Hey. Also wir sind jetzt im Hotel. Es ist... Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Jetzt 0 Uhr. Wir haben jetzt noch was gegessen und ja, jetzt geht's langsam ins Bett und ich bin echt müde. Es war so anstrengend. Aber ich kann euch mal kurz das Hotel zeigen. Das Super Premium Hotel Kappa. Also wenn man jetzt durch diese Premium-Tür hier reinkommt, hat man hier drüben erstmal einen fetten Schrank. Ein wunderschönes Bad. Spartanisch, aber reich, denke ich. Ein Spiegel. Hallo. Die beste Küche ever ohne Zahranfeld. Beziehungsweise ohne irgendeine Kochplatte. Dann
das Zimmer hier. Ich meine, das Bild ist echt süß und so. Noch so an sich ist es recht freundlich eingerichtet, muss ich sagen. Hübsch, hübsch. Da sind Schuhe. Und da sind die Escalator-Truppen. Die einfach einen fucking Fernseher haben, was mega benachteiligt ist. Wir haben das geilste Bett überhaupt gebaut. Oh Gott, warte. Man sieht es so gut, man sieht es so gut. Das kommt nicht auf YouTube. Doch. Nein! Oh doch, und ich werde heranzoomen. Wir schauen Fernsehen mit Untertiteln. Ja, das hier. Untertitel. Und das ist halt das große Zimmer, wo dann die niederen Bewohner wohnen. Das Patriarchat. Was hast du gehabt? Ich habe euch jetzt ganz unser Esszimmer habe ich euch enthalten. Hier ist unsere Eskalation. Danny, ich habe ein neues Wortspiel. Da draußen ist unsere Eskalation. Ich glaube, die Kinder müssen ins Bett. Okay, I did not see nothing. So, dann würde ich sagen, werd scharf, Kamera. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf der Messe. Und da werde ich dann ein bisschen was filmen und vloggen und ich hoffe, das wird nice. Und mal gucken, was ich anziehe. Also ich denke mal, ich werde hier so rumrennen und einfach mich nochmal schminken oder so. Schön gechillt halt. Vielleicht setze ich auch nochmal die Perücke auf, je nachdem wie mir lustig ist. Und dann kann's losgehen. Ich kann auch dann hier. So werde ich, glaube ich, rumrennen. Also dann, bis morgen! So, wir sind jetzt gerade alle so ein bisschen am Erwachen. Wir machen uns jetzt gleich fertig und dann geht's auf die Messe. Die Nacht war. Ja. Danny ist dann noch am Schlafen. Halb. Also. Ja. Naja, wir machen das Beste aus dem Tag und. So, gehen wir mal die Schlafmützen wecken. Guten Morgen! Ausrücken! Aufstehen! Einfach für uns abhauen! Motiviert! Gegen das Lichtfilm ist jetzt medium produktiv. Also wir sind jetzt auf der Buchmesse am Sonntag und wir werden jetzt gleich eine Challenge machen. Ja, da gilt es, so viel Loot einstecken zu können, wie du nur schaffen kannst. Und da gibt es dann je nach Loot verschiedene Punktzahlen. Und ja, ich würde sagen, lasst uns die Spiele beginnen lassen.
So, und damit ist jetzt auch schon dieser Tag zu Ende. Wir werden jetzt langsam zum Auto gehen und dann heimfahren. Und ja, also es war recht entspannt heute. Teilweise stressig, also sehr durchwachsen. Gute Beschreibung. Aber allen im allen war die Küche wieder nice. Bisschen leerer als sonst, hatte ich ein bisschen das Gefühl, also was die MMC betrifft. Aber ja, ansonsten noch richtig nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal im Auto wieder. Bis dann. Tutu. So, also wenn jemand Hunger hat, hier liegt noch ein großes Stück Salami. So, jetzt erstmal richtig schön hart fooden. Da ist der Daumen. Ja, hart fooden. Jetzt wird gegönnt. Ja, Gönnung. Oh ja, ihm schmeckt's. Meine Haare sehen aus. Cosplay Struggle. Die sind immer so platt nach einer Wig. Aber naja. Nach der Kapuze auch die ganze Zeit. Und nach der, ja. Kapuzen auch, Kapuzen und Wigs. Und Cappies und was weiß ich. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach Hause. Und damit ist die Buchmesse für uns offiziell beendet. Und ja, war ein turbulentes Wochenende mit ganz viel los. Und ja. Wir hoffen, wir kommen jetzt hier ganz gut durch und gute Fahrt, ne? Jetzt geben wir der Schüler, was wir auf der Buchmesse gekriegt haben. Und passenderweise, ohne zu wissen, auch einen kleinen Pullover gehabt. Könnt ihr gleich mal aufsetzen. Blöderweise hat sie die Haare gewaschen. Hey, passt ein Mann frei. Ah.